Hier ist das Stadtmagazin TV. Und jetzt mit diesen Themen. Drachenfest im Stadtpark Norderstedt. European People's Festival in Bad Segeberg. Fußball für den guten Zweck in Hasenmoor. Große Eröffnung des Globus-Baumarktes in Kaltenkirchen. Und ein Blick in die Heseberg Home Company. Das Stadtmagazin TV wird Ihnen präsentiert vom Mattes Dentallabor, Ihrem Ansprechpartner für professionellen Zahnersatz. Windräder, Comicfiguren und bunte Drachen. Schon von Weitem konnten die Besucher das dritte Drachenfest im Stadtpark Norderstedt erkennen. Am Sonntagnachmittag konnte das weltgrößte Windrad mit einem Durchmesser von 26 Metern aufsteigen. Eine neue Aktion gab es an der Waldbühne. Dort wurde mit E-Skateboards die erste Offroad-Challenge ausgetragen. Europe Crossing Bad Segeberg. Beim European People's Festival vom 19. bis 26. Juli wurden 15 Nationen mit jeweils einer 50- bis 60-köpfigen Delegation in Bad Segeberg willkommen geheißen. Eröffnet wurde das gut besuchte Fest mit einer großen Parade durch die Stadt. Kulturbeiträge der Nationen, vielfältige Programme auf zwei Bühnen, Straßentheater und vieles mehr machten das Festival zu einem bunten und unvergesslichen Erlebnis. Zehnmal Kompetenz vor Ort in Schleswig-Holstein. Bei LZ Automobile erhalten Kunden alles von A wie Auto bis Z wie Zubehör. Eine freundliche, kompetente und individuelle Beratung ist für die Automobilprofis selbstverständlich. Möbel dein Leben auf. Die Heseberg Home Company in Hennstedt-Ulzburg bietet Kunden entspanntes Einkaufen in familiärer Atmosphäre. Verkaufsleiter Thomas Kurz absolvierte selbst seine Ausbildung in dem Traditionsunternehmen. Wir sind ein traditionelles, familiengeführtes Unternehmen. Das spürt, denke ich, der Kunde auch, wenn er ins Haus kommt. Man kann sich hier wohlfühlen, man kann sich hier ganz toll umschauen und das Ganze ohne Hast, ohne Stress, ganz entspannt oder bei einer Tasse Kaffee, die wir unseren Kunden selbstverständlich gerne anbieten. Wir haben am 1. und 2. August, das ist ein Freitag und ein Samstag, Fachberatertage durch die Firma Tempur im Haus, weil uns auch der Schlaf oder insbesondere der Schlaf unserer Kunden sehr am Herzen liegt, weil nur im Schlaf kann der menschliche Körper sich regenerieren und erholen. Deswegen haben wir auch ein sehr modernes und neu ausgerichtetes Matratzenstudio. Von neuesten Wohnideen, Einrichtungstrends und aktuellen Accessoires können sich die Kunden inspirieren lassen und Neues für das eigene Zuhause entdecken. Der neue Globus-Baumarkt in Kaltenkirchen feierte am 19. Juli große Eröffnung. Zahlreiche Besucher ließen es sich nicht nehmen, bei der Eröffnung dabei zu sein und von den 20% Rabatt zu profitieren. Für die kleinen Gäste wurden jede Stunde 200 Globus-Fußbälle von einem Podest geworfen. Baumarktleiter Heiko Rahn zieht ein erstes Resümee. 12.300 Kunden haben uns besucht am ersten Tag. Das war schon eine ganze Menge. Und Montag und Dienstag hat sich das fortgesetzt. Die Kunden haben uns angenommen. Passt alles, sind begeistert, freuen sich. Kann ich nur vielen Dank an die Kundschaft sagen. Wir haben ein komplettes Baumarktsortiment, über 60.000 verschiedene Artikel. Die Fläche des Marktes ist etwa 14.500 Quadratmeter.
Das ist mehr als doppelt so groß wie auf dem alten oder im alten Markt. Und Sortimente haben wir natürlich das gesamte Baumarktsortiment, das gesamte Spektrum bieten wir ab. Zusätzlich haben wir noch eine relativ große Bastelabteilung, wo also der eine oder andere noch was finden kann. Wir haben Fahrräder komplett noch aufgenommen mit einem Fahrradservice auch, bieten E-Bikes an. Wir haben für den Best-Ager-Bereich, also für die ältere Kundschaft, auch einen Bereich geschaffen, wo sie also auch diverse Hygieneartikel bekommen kann. Sehr großen Zimmerpflanzen-Innenbereich haben wir. Also es hat sich schon einiges getan. Mit 14.500 Quadratmetern Verkaufsfläche und 420 Parkplätzen ist er der größte Baumarkt in der Region. In 1,4 Sekunden auf 100 Kilometer pro Stunde mit 97 Grad weltweit steilster Drop in vollkommener Dunkelheit. Fluch von Novgorod. Willst du es wirklich wagen? Seit 1926 ist das Unternehmen Julius Frage und Sohn bereits in Hennstedt-Ulzburg ansässig. Mittlerweile wird es in der dritten Generation erfolgreich von Jens Möller weitergeführt. Ja, wir haben also ein reichhaltiges Sortiment in der gesamten Firma. Wir bieten zum Beispiel den einfachen Transportsack an, den kleinen Big Bag, rüber. Gehen wir dann zu den rolligen Markisen, die wir auch im Programm haben, innenliegenden, außenliegenden Sonnenschutz. Ja, und sehr viele Sonderanfertigungen, die wir in unserer Werkstatt, die sowohl den Metallbereich als auch den Textilbereich betrifft. Also können wir auch zum Beispiel für Ihre Hollywood-Schaukel eine Abdeckung anfertigen. Also da sind keine Grenzen gesetzt. Wir bieten natürlich auch den kompletten Service, also nicht so nur, dass jetzt der Kunde zu uns kommt und kauft etwas, sondern wir fahren zu dem Kunden, gucken uns die Baustelle an, beraten den Kunden vor Ort und wie ist die Anbringung, das ist wirklich also das Nonplusultra, wie kann ich die Markise an dem Bauwerk befestigen. Diese Anschaffung soll ja eine langfristige Anschaffung sein und nicht jetzt nach 3 Jahren wieder von der Wand fallen, in Anführungsstrichen. Die Elektroinstallation ist auch mit dabei, wir dürfen das, wir haben entsprechend ausgebildete Fachkräfte, die auch die Elektroarbeiten ausführen dürfen. Die Firma ist Fachhändler und Montagespezialist für Beschattungssysteme, Sichtschutzanlagen sowie Rollläden und ist zuständig für die Fertigung oder Reparatur von Planen, Abdeckungen und Zelten aller Art. Gemeinsam Spendengelder sammeln. 973 Euro konnten am 20. Juli in Hasenmoor für den Mukoviszidose e.V. zusammengespielt werden. Mit dabei waren der SSC Phoenix Kisdorf, SV Hennstedt-Ulzburg U23, TSV Weddelbrook, Schmalfelder SV sowie der SC Hasenmoor. Tim Zarb, Trainer des SC Hasenmoor und Mitveranstalter, ist zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben heute ein Turnier zugunsten der Mukoviszidose e.V. ausgetragen, die Klaus Gudert auch unterstützt. Und das ist auch eine Herzensangelegenheit, auch aus meiner Familie, dass wir da versuchen, so viel Geld wie möglich zu spenden bzw. zusammenzubekommen, damit wir seine Stiftung vorantreiben. Und das war heute der erste Schritt. Wir wollen nächstes Jahr vielleicht das alles noch ein bisschen größer machen. Und ich glaube, dass wir das mit diesem heutigen Tag sehr gut begonnen haben und dass wir nächstes Jahr das noch steigern. Ich werde dafür sorgen, dass dieses Geld auch dann richtig an die Betroffenen herangebracht wird. Klaus Gudert, Trainer der Nordostsee-Auswahl und Mitinitiator von Mukoviszidose e.V., nahm den Scheck freudig entgegen. Stadtmagazin TV Termine. Gut Kirschen essen. Auf dem Gut Stockseehof warten ab Anfang August 30.000 Kirschbäume darauf, von den Besuchern geerntet zu werden. Die Reihe Musik auf der Segeberger Sommerbühne verschönert immer samstags in der Zeit von 10.30 Uhr bis 13 Uhr den Besuchern den Stadtbummel. Am 23. August startet auf dem kleinen Flecken Neumünster die 6. Stoffköste. Nun folgen die Holstenhallen-Events. 2 Pianisten, 6 Runden und das Publikum entscheidet, wer siegt. Andreas Kern und Paul Ziebes liefern sich am 6. August ein spannendes Piano-Battle.
my piece didn't only challenge the left hand. Stop. He can show you the trick. Stop after the show. Stop trying to combine. Combine, I mean, it's for me, this restaurant where you get pizza. Just about stop. Finger. Yeah. Yes. That's a clear result. Very clear. That's great. Thank you. That's great. Gut erhaltenes und tolle Schätze können die Besucher am 10. August auf dem beliebten Flohmarkt auf dem Außengelände der Holstenhallen entdecken. Broadway-Sensation in den Holstenhallen. Am 15. und 16. August wird der Oscar-prämierte Film West Side Story live vom Schleswig-Holstein-Orchester musikalisch unterstützt. Zweite Messe für Oldtimer und Youngtimer. Am 23. und 24. August finden die Klassikertage Schleswig-Holstein in den Holstenhallen statt. Und hier kommen die Schlagzeilen. Ein neu beschlossenes Fußverkehrskonzept soll die Stadt Norderstedt zukünftig lebendiger machen. Einbruch in Bad Bramstedt. Ein Dieb wurde von einer Bewohnerin in ihrem Zimmer überrascht und flüchtete. Alexander Mazu hat die Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten bei der AOK abgeschlossen. Für 2015 können sich junge Erwachsene bis zum 29. August 2014 bei der AOK in Bad Segeberg bewerben. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins. Das Stadtmagazin TV wurde Ihnen präsentiert vom Mattes Dentallabor, Ihrem Ansprechpartner für professionellen Zahnersatz.